Hallo und herzlich willkommen zu Live ab 6. Mein Name ist Raffaela Spitzley und ich freue mich wirklich sehr, Sie als neue Moderatorin hier bei TV Mittelrhein und WWTV begrüßen zu dürfen. An der Sendung selbst ändert sich natürlich nichts, denn wir haben wieder interessante Berichte für Sie vorbereitet. Doch zunächst erhalten Sie wie gewohnt die News des Tages im Überblick sowie das Wetter der Region. Denn Sie wissen ja, mit TV Mittelrhein und WWTV sind Sie besser informiert. Am Dienstag fiel ein junger Mann in einem Schwimmbad in Koblenz auf, als er dort einen Joint rauchen wollte. Der Sicherheitsdienst sprach ihn auf den Drogenkonsum an und informierte die Polizei. Die Beamten fanden bei dem 26-Jährigen nicht nur den Joint, sondern insgesamt 20 Gramm Marihuana, die er im Schwimmbad mitführte. Nach Rücksprache mit Staatsanwaltschaft und Richter wurde sodann eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Beschuldigten angeordnet. Die eingesetzte Streife konnte in den Wohnräumen weitere 48 Gramm Cannabis und Haschisch auffinden. Gegen den 26-Jährigen wurde nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erfasst. Im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe an der Ahr hat sich nach Angaben des Opferbeauftragten von Rheinland-Pfalz, Detlef Plaschek, die Zahl der Suizide auf 6 erhöht. Plaschek zeigte sich in Mainz bestürzt über diese Nachricht und verwies nochmal auf bestehende Hilfsangebote. Er wies auf die Angebote an psychosozialen Hilfen für Betroffene hin, die jederzeit in Anspruch genommen werden könnten. Es sei auch möglich, sich persönlich an den Opferbeauftragten zu wenden. Dabei arbeitet der Opferbeauftragte mit dem Paritätischen Landesverband und den Selbsthilfekontaktstellen WEKIS und SEKIS zusammen. Dort sollen Betroffene, Angehörige und Helfende zusammengeführt werden, um sich in Selbsthilfegruppen auszutauschen und gegenseitig zu stützen. Am Montag wurden zwei Ladendiebe am Globusmarkt in Koblenz auf frischer Tat ertappt. Das Pärchen versuchte ganze 420 Euro zu sparen, indem es an der Kasse nur einen Bruchteil der Waren aus dem Einkaufswagen scannte. Dem Ladendetektiv entging nicht, dass der 17-Jährige und die 19-Jährige einen Kaffeevollautomaten, einen Standmixer sowie einen Getränkekasten und etliche weitere Waren nicht zahlen wollten. Die Angaben der Beschuldigten, man habe zumindest den Kaffeevollautomaten noch ins Regal zurückstellen und damit nicht den Markt verlassen wollen, erschienen ihm wenig glaubhaft. Die Einsatzkräfte der Polizei Koblenz leiteten zwei Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls gegen die beiden Beschuldigten ein. Am Donnerstag ist es am Morgen leicht bewölkt bei Temperaturen von 19 Grad. Im weiteren Verlauf des Tages gibt es mittags und auch abends nur selten Lücken in der Wolkendecke bei Temperaturen von 28 bis zu 35 Grad. In der Nacht ziehen Wolkenfelder durch bei Tiefstemperaturen von 21 Grad. Soweit das Wetter für die Region Koblenz-Mittelrhein. Laktosefreie Milch, schnurlose Telefone, Mondlandungen, Mähroboter, das Internet. Was haben wir euch nicht alles gegeben? Und was fehlt jetzt noch? Na, DRF1, das Radio. Die beste Musik aus 5 Jahrzehnten. Nur empfangbar über radio.de, TuneIn sowie TV Mittelrhein und www.tv.de. Alexa, spiel DRF1, das Radio. Okay. Bäume lösen nicht das Klimaproblem, aber sie sind ein smarter Zeitjoker, damit die Energiewende gelingen kann. Deshalb Bäume pflanzen und Wälder schützen. Jetzt nichts mehr verpassen. Mit der TV Mittelrhein-App kannst du die aktuelle Sendung jederzeit und von überall verfolgen. Bleibe auf dem Laufenden mit den aktuellsten Nachrichten aus der Region inklusive Push-Funktion. Du konntest deine Lieblingssendung nicht schauen? Kein Problem. Mit unserer Mediathek und der TV Mittelrhein-App verpasst du nichts mehr. Jetzt kostenlos herunterladen im App Store und bei Google Play. Besser informiert mit der TV Mittelrhein-App. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen.
Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Nach wie vor herrscht Knappheit und Bedarf an Hausärzten, wobei gerade ländliche Regionen damit zu kämpfen haben. In Nauort hat die Ortsgemeinde daher selbst die Initiative ergriffen, geeignete Praxisräume angekauft und saniert. So konnte beispielsweise Dr. Afshin Zanati Anfang Juli dort seine Praxis eröffnen. Wir waren zu Besuch. Der Ärztemangel in den ländlichen Regionen hat in den vergangenen Jahren drastische Ausmaße erreicht. In Nauort hat man sich entschieden, dem entschlossen gegenzusteuern und kann nach einem Jahr der Suche nun endlich aufatmen. Dr. Zanati hat die Praxisräume seines Vorgängers Dr. Kuch seit Anfang Juli mit neuem Leben erfüllt. Die Ortsgemeinde Nauort ist unendlich froh, einen Mediziner gefunden zu haben, der jetzt hier in der Praxis praktiziert. Wir hatten ja auch durch Ihren Sender schon Hilfe bei der Suche nach Medizinern. Und da haben ja auch alle Beteiligten gesagt, wenn ihr jemanden findet, sind wir wieder dabei. Darüber sind wir genauso froh, dass Sie hier sind. Die Gemeinde hat relativ früh erkannt, dass ärztliche Versorgung ein Thema ist. Insofern hat der Gemeinderat die Chance erfasst, als der Vorgänger vom Herrn Zanati aufgehört hat, zu sagen, wir erwerben das komplette Gebäude und versuchen das, einem Mediziner zur Verfügung zu stellen. In den frisch renovierten Praxisräumen kümmert sich der Allgemeinmediziner Dr. Zanati nun gemeinsam mit seinem dreiköpfigen Praxisteam um seine Patienten. Der Weg zur eigenen Praxis war auch durch zahlreiche Unterstützer wie die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz oder den Kreis zustande gekommen. Ich habe 5 Jahre also im Krankenhaus in Landstein gearbeitet und danach habe ich mich entschieden im ambulanten Bereich also zu arbeiten. Dann habe ich also 4 Jahre in einer Praxis in Bendorf, also habe ich erstmal meine Weiterbildung fertig gemacht als Allgemeinmediziner und danach war ich als angestellter Allgemeinmediziner da. Ja, klar, dann irgendwann war die Frage da, wie soll ich es weitermachen? Ja, also in Praxis da bleiben oder irgendwo mich also selbstständig machen? Klar, wenn Sie selbstständig machen, kommt viele Fragen erstmal. Ja, wie ist das mit finanzieller Sache? Sie sind verantwortlich für die Familie und dann wie wird denn weiterlaufen? Und letztlich oder davor habe ich auch irgendwann habe ich also gehört, dass also hier Dr. Kuch hat aufgehört. Ja, aber irgendwann habe ich das vergessen und dann habe ich, als ich das die Entscheidung da war. Habe ich gedacht, erstmal frage ich dann nochmal, also werde ich mich nochmal informieren. Dann habe ich Herrn Körnes angerufen, von Bürgermeister von Nauort, und er hat richtig die gute Antwort war da, ja klar. Und dann war ich also direkt, also war ich in Verhandlung mit Herrn Körnes, also wie können wir da weitermachen und direkt mit KV. Ja, die ganze Geschichte hat wie gesagt, in Fast Track, also ganz schnell innerhalb von 2 Monaten haben wir alles hingekriegt. Klar haben wir ein bisschen Stress gehabt wegen Umbauarbeit hier in Praxis, wegen Geräte und Software und sowas. Aber wir haben ganz gut, also wie geplant war, 1.7. angefangen. Und überraschungsweise haben wir von ersten Tag, ja, was war dieser Eröffnungstag, aber seit 3.7. haben wir richtig Arbeit gehabt. Also von Zulauf bin ich zufrieden. Also Patienten sind auch zufrieden. Viele Patienten von Dr. Kuch, dass sie irgendwo anders versorgt waren, jetzt inzwischen vor Übergang, also vorübergehend, dann sind sie nochmal da. Also die kommen langsam zurück. Wir haben viele neue Patienten von Horkenshausen, von Bendorf auch. Ja, bin ich zufrieden jetzt. Den Schritt zur eigenen Praxis im ländlichen Raum hat Dr. Zanati nicht bereut, ganz im Gegenteil. Denn allein das Feedback der Patienten ist bereits eine große Bestätigung. Hier muss ich erwähnen, also viele von Kollegen haben Angst, einfach auf dem Platz zu beginnen. Ja, okay, hat man Angst, okay, ist man alleine, ganz alleine auf dem Land, also neue Region, wie ist das überhaupt, also muss ich viel fahren oder was? Gut, ich habe den Vorteil, wir wohnen ganz nah hier, also muss ich nur vielleicht 3-4 Minuten fahren. Diesen Nachteil habe ich nicht, aber das muss ich sagen, hier auf dem Land sind sie herzlich willkommen vom Patienten. Also das sieht man ganz, ganz andere Vorstellung, Einstellung vom Patienten überhaupt. Wenn sie was machen, bekommen sie 1000-mal also Danke vom Patienten. Nicht, dass das in anderen Städten nicht so ist, aber doch. Aber das hat den Vorteil,
dann nach einer gewissen Zeit kennen Sie die ganzen Patienten und können Sie ganz gemütlich Ihre Arbeitsstelle also gestalten und dann arbeiten. Das muss ich sagen, das ist ein Vorteil. Leider in großen Städten sieht man leider weniger und weniger und weniger. An dieser Stelle wollte ich also herzlich bedanken die Stadt, die Gemeinde Nauert, vor allem Herr Quernes. Die Unterstützung habe ich von Anfang an bis letzte Minute von Praxiseröffnung und jetzt weiterhin auch. Also die waren immer erreichbar, er war immer erreichbar, auch Wochenende mal, ich konnte einfach anrufen. In Nauert ist man über das Erreichte sichtlich froh und kann nun voller Hoffnung auf die Zukunft blicken. Es ist vollbracht, es ist geschafft. Der Sanati ist so jung, dass er meine Generation durchbehandeln kann. Jetzt haben wir ja noch ein paar Lücken, wo man gucken kann, wie man es voll macht. Also von mir aus nochmal ein herzliches Dankeschön an meinen kompletten Gemeinderat. Wir haben einstimmig das Gebäude gekauft und wir haben die Durchstrecke durchgehalten, nicht umzukippen und zu sagen, wir lassen das neu bewerten und veräußern es dann wieder auf dem Wohnungsmarkt, sondern wir waren sicher, es kommt was. Mit Hilfe der KV und mit Hilfe ganz, ganz vieler Akteure haben wir es geschafft, die Praxis wieder mit ärztlichen. Und aus Nauort geht es jetzt nach Westerburg. Mein Kollege Mario Specht war für Sie bei der Firma Enviro Falk. Was er dort Interessantes gelernt hat und dass Wasser noch viel mehr kann, als uns bei diesen Temperaturen zu erfrischen, das erfahren Sie jetzt in einer neuen Ausgabe Miet den Specht. Es heißt wieder Miet den Specht im Programm von TV Mittelrhein und WWTV und ich melde mich heute aus Westerburg von der Firma Enviro Falk. Da bin ich nämlich für heute gebucht worden. Es geht um Wasseraufbereitungsanlagen. Was mich genau erwartet, das erfahre ich jetzt von meiner Chefin für den heutigen Tag. Erstmal hallo Mario, melde mich zum Dienst und was erwartet mich? Ja, ganz herzlich willkommen bei uns hier in Westerburg. Wir freuen uns über Praktikanten, die uns hier besuchen, das Unternehmen kennenlernen wollen. Und das wird sicherlich ein super abwechslungsreicher Tag. Sie werden die einzelnen Abteilungen kennenlernen, überall mal reinschnuppern und schauen, was passiert denn da. Wir fertigen nämlich Anlagen für unterschiedliche Zielgruppen, Branchen. Da wäre zum Beispiel die Teilereinigung, die Medizintechnik, Werkzeugbau ist ein Bereich, wo wir tätig sind. Aber auch für Krankenhäuser und Labore. Also es wird spannend und abwechslungsreich. Spannend wurde es auch schon, als ich bei euch auf die Homepage geguckt habe. Da habe ich nämlich gelernt, Wasseraufbereitungsanlage ist nicht gleich Wasseraufbereitungsanlage. Und da habe ich mit Sicherheit heute viel zu entdecken und viel zu lernen. Ja, genau. Wasseraufbereitung begleitet uns durchaus das ganze Leben. Es sind so viele Punkte, wo wir davon betroffen sind. Brillengläser, Kameras, Handys, Bücher. Es ist eine Vielzahl an Produkten, die uns täglich begleiten und die eine Wasseraufbereitung dringend notwendig machen. Na, ich bin gespannt. Ich würde sagen, wir starten, aber ich sehe da ein grünes Mützchen. Was hat es damit auf sich? Das würden wir Ihnen gerne noch mit auf den Weg geben. Unser Erkennungszeichen, die grüne Enviro Falk-Mütze. Na, grün ist nicht nur Farbe der Hoffnung, sondern auch von Enviro Falk. Und ich würde sagen, ich tauche ab und gehe da mal rüber zur Station 1. Vielen Dank und bis später. Ja, wie das in allen modernen Unternehmen der heutigen Zeit ist, nichts geht ohne Computer, nichts geht ordentliche Planung. Jetzt bin ich hier beim Kevin am Arbeitsplatz und erzähl mal, Kevin, was machst du jetzt hier genau? Ich sehe schöne bunte Bilder, ähnlich wie bei Star Wars, aber was ist das? Nicht ganz wie bei Star Wars, aber ähnlich. Ohne Computer läuft heute gar nichts mehr, ist richtig. Wir machen hier die Bauteilauswahl, also sprich, was wird in den Anlagen, die wir bauen, verbaut. Wir erstellen ein Schema, um darzustellen, wie eine Anlage schematisch funktioniert. Und wenn wir das Ganze haben, machen wir eine Stückliste daraus. Und daraus wird im Endeffekt eine 3D-Konstruktion gemacht, die wir dann im Endeffekt in die Produktion geben können, damit die wissen, okay, so wird die Anlage physisch gebaut. Also das heißt im Prinzip, hier entsteht das Schnittmuster und dann wird in der Halle produziert und die eigentliche Anlage entwirfst du hier. Genau so läuft es eigentlich ab. Das ist richtig. Spannend, aber wie es dann wirklich aussieht im Detail, das schauen wir jetzt mal in der Halle, wie nämlich produziert wird. Kevin, vielen Dank. Ja. Wie hat mein Opa früher gesagt, wo man hobelt, da fallen Späne. Andi, ich sollte mich bei dir melden, grüße dich. Hier wird aber nicht gehobelt, hier wird was anderes gemacht. Hier wird gerade gehobelt, aber hier wird eigentlich geschweißt. Okay, das heißt, was genau passiert hier an dieser Station? Das ist ein Infrarotschweißgerät und hier werden die Rohre halt
geschweißt für die Anlagen. Und ich habe gerade auch gesehen am Computer, am Monitor, Anlage ist bei euch ja nicht gleich Anlage. Also jedes individuell, oder? Ja. Wir haben in der öffentlichen Industrie viele verschiedene Anlagen. Außer im Kompaktanlagenbau sind die Anlagen doch dann ziemlich gleich. Okay, jetzt will ich aber nicht nur Fragen stellen, meine Damen und Herren. Ich möchte natürlich auch tatkräftig mit anpacken, wenn wir schon farblich hier wieeinander abgestimmt sind. Was kann ich tun? Wie kann ich dir unter die Arme greifen? Ja, gehen wir mal in die Anlage gucken. Da sehen wir mal. So machen wir das, so sehen wir mal. Genau, also, Sie kommen mit. Jetzt bin ich hier bei Max gelandet, meine Damen und Herren, weil ein ganz, ganz wichtiger Schritt für diese Anlagen ist natürlich auch die Elektronik. Da habe ich wohl recht, Max. Was machst du denn hier? Was passiert hier? Ganz genau. Also wir stehen jetzt hier vor einem fertigen Schaltschrank, von uns produziert. Wir fangen im Prinzip erstmal damit an, dass wir eine rohe Grundplatte haben. Also Sie müssen sich den Schrank jetzt komplett leer vorstellen. Bei uns in der EMSR-Abteilung, in der Planungsabteilung, werden die Schränke geplant für unsere CNC-Fräse. Also wir müssen nicht wie früher die Kanäle und die Hutschienen von Hand mit Lineal und rechten Winkel aufzeichnen und festbohren. Das läuft hier alles ein bisschen automatisch. Wir haben dann nachher eine gelochte Platte mit einem Aufbauplan. Die Kollegen gehen dann her, müssen dann einfach nur die bemaßten Kanäle und Tragschienen abschneiden und nach dem Aufbauplan aufbauen. Im Prinzip recht simpel. Sobald das erfolgt ist, kommen die ganzen Bauteile auf die Platte, wie hier zu sehen. Sicherung, Motorschutzschalter, SPS, Netzteile, Klemmen, Relais. Hier in der Tür haben wir das Touchpanel. Das wird dann alles zusammen. Jetzt habe ich was kaputt gemacht. Und ich sage noch, ich soll nichts anfassen. Ist was passiert? Nein, nein, ich bin gut versichert. Problem. Max. Kein Problem. Das war nur ein Feststeller, dass die Tür offen bleibt. Dass wir schön mit der Kamera draufhalten können. Aber alle drumherum gucken schon mit großen Augen. Ich wollte das nochmal zeigen. Gut, also es ist nichts passiert. Ich wollte nämlich gerade sagen, das Schöne ist ja jetzt bei dieser Folge, meine Damen und Herren, dadurch, dass ich so fasziniert bin, komme ich gar nicht dazu zu helfen. Aber das ist natürlich auch, sage ich jetzt mal hier, wenn ich mir das so angucke, schon ein bisschen tricky, das Ganze, nicht? Also es geht. Es ist alles eine Gewöhnungssache. Es sieht immer sehr kompliziert aus, aber wir haben ja Schaltpläne, nach denen wir arbeiten und damit kann man sehr gut arbeiten. Das ist wie Malen nach Zahlen, halt ohne die oder teilweise ohne die Zahlen. Die Farben, die müssen wir sich halt, die hat man im Kopf. Ja. Und da gibt es halt auch gewisse Werksvorschriften, die wir einhalten müssen. Manchmal kommt es auch vor, dass wir die kompletten Adern beschriften müssen. Also müssen Sie sich jetzt vorstellen, dass jeder einzelne Draht nur eine Beschriftung trägt. Wow. Das sind dann unterschiedliche Vorschriften, die wir halt einhalten müssen. Wieder was gelernt, meine Damen und Herren. Und ich habe wirklich nichts kaputt gemacht. Und jetzt gehen wir mal gucken, wie die Anlagen funktionieren. Ob die noch funktionieren, ich weiß es nicht mit dem Ganzen. Aber du hast ja noch ein bisschen Zeit, kannst ja noch machen. Wunderbar. So, jetzt geht's weiter. Eigentlich, meine Damen und Herren, wollten wir ja drüben im anderen Raum vor der tollen großen Wasseraufbereitungsanlage drehen. Aber die ist ein bisschen laut. Was ist denn das genau für eine Anlage, wo wir jetzt nur im Bild halt zeigen können? Das ist eine sogenannte Umkehrosmoseanlage. Das ist aus hauseigener Produktion. Und wir führen hier heute eine routinemäßige Funktionsprüfung durch. Okay, jetzt müsst ihr mir aber mal sagen, was ist so jetzt im Prinzip, in was für eine Abteilung bin ich hier überhaupt gelandet und was macht ihr so tagtäglich? Also der Max zum Beispiel, der ist für die Programmierung zuständig. Der schreibt die Programme für die Anlagen. Und ich selber bin in der Qualitätskontrolle. Da wird quasi überprüft, ob unsere Anlagen auch das liefern, was wir dem Kunden versprochen haben. Spannend für mich ist es ja jedes Mal, so hinter die Kulissen zu gucken und zu merken, man macht sich nie Gedanken über jetzt beispielsweise wie bei euch Wasseraufbereitungsanlagen, aber die sind ja quasi überall. Die sind quasi überall, das ist richtig. In der grafischen Industrie, in der optischen Industrie, aber auch in Krankenhaus und Laboren wird Reinstwasser benötigt. Das genau, richtig. So, jetzt muss ich ein bisschen noch was tun. Ihr habt ein bisschen was für mich vorbereitet. Maurice, was muss ich hier machen? Was soll man tun gleich? Genau, zum Ersten werden wir hier mal eine technische Funktionsprüfung der Sensorik durchführen, um einfach mal zu gucken, passen die Sensoren überein, geben die Werte durch, die wir haben wollen. Und als Zweites werden wir zu zweit eine Wasserprobe ziehen und dann können wir die Qualität des Wassers, das hier hergestellt wird, auch überprüfen. Ich denke mal, das kann nicht, wie sagt Bob der Baumeister, ja, wir schaffen das und dann würde ich sagen, wir legen mal los, oder? Wir legen los. So machen wir es. Oh, you have your way, and it's making me weaken.
working like that. It's really getting too much, but I can't pull back. Though I try to resist, I can't fight this. And no one makes me feel like you do. Ein ereignisreicher Tag, meine Damen und Herren, nähert sich für mich dem Ende. Ich muss aber einen Kollegen noch vorstellen, das ist der Stefan. Und da bin ich das nächste Mal Praktikant, weil du bist für die Endabnahme zuständig. Was genau ist da dein Tagewerk? Also wir übernehmen die Anlagen, wenn sie in Hause kommen, und projektieren die mit Material. Und für unsere Subunternehmer gehen dann praktisch, verpacken die Anlagen und fliegen der Anlage hinterher. Fliegt der Anlage hinterher? Das klingt so ein bisschen, dass es schon über die Grenzen Westerburg und Westerwald hinausgeht, oder? Ja, wir haben Projekte zum Beispiel nächste Woche in Chile. Dann habe ich noch eins im November in San Francisco. Da brauchst du da bestimmt einen Praktikanten für, richtig, oder? Okay, okay. Da frage ich doch mal meine Chefin, habe ich mich denn gut geschlagen? Darf ich mit? Das schauen wir doch mal, das sah doch sehr gut aus heute. Also ich denke, wissbegierige und fragestellende Praktikanten, da sind wir sehr begeistert und freuen uns. Natürlich. Perfekt, also wenn es mal mit der Fernsehkarriere Essig ist, dann weiß ich, wo ich hinkommen soll. Vielen, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich, dass ich heute auch mal hinter die Kulissen gucken durfte, weil das ist ja wirklich, ja. Dann hätten wir noch eine kleine Sache. Wir möchten uns natürlich noch bedanken. Ach, wie süß, mit einer Schultüte für den ersten Tag. Genau, also viel Spaß damit. Das ist ja richtig, da gehe ich sogar noch schwer bepackt nach Hause. Ich sage vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank fürs Interesse. Mehr über dieses tolle Unternehmen erfahren Sie natürlich auch im Internet. Die Adresse ist jetzt unten eingeblendet. Und wenn Sie auch mal möchten, dass ich in Ihr Unternehmen komme, ein bisschen hinter die Kulissen gucke und natürlich auch tatkräftig mit anpacke, dann melden Sie sich bei uns. Man kann mich mieten. Bis dahin. Unser schönes Bundesland bietet angehenden Studierenden mehr als 1000 verschiedene Studiengänge. Dennoch studieren immer weniger Rheinland-Pfälzer im eigenen Bundesland. Gesundheits- und Wissenschaftsminister Clemens Hoch erklärt, warum dem so ist und was das Land Rheinland-Pfalz dafür tun möchte, um für Studierende noch attraktiver zu werden. Nach dem Abi die große weite Welt sehen, haben viele vor. Doch das ist in Zeiten von Corona nicht ganz so einfach. Trotzdem entscheiden sich immer weniger Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer für ein Studium in ihrem Heimatbundesland. Ja, wir sehen im Moment ja den Effekt, dass bundesweit weniger Menschen studieren. Das hat sicher mehrere Gründe. Wir haben in den letzten 30 Jahren rückläufige Geburtenraten gehabt. Das heißt, es gibt immer weniger junge Menschen. Es hat aber auch die Gründe darin, dass es mittlerweile sehr attraktive Angebote im Bereich der dualen Ausbildung gibt und viele anderen Stellen. Und im Moment, aktuell, hat es noch einen zusätzlichen Grund darin, es gibt ein Bundesland, was von G8 wieder zu G9 zurückkehrt. Das heißt, Schülerinnen und Schüler bleiben ein Jahr länger in der Schule und stehen damit natürlich nicht als Studienanfänger zur Verfügung. Die kommen dann erst im nächsten Jahr, dann wird sich wieder das etwas nivellieren. Auch wenn sich die Zahlen im kommenden Jahr vielleicht verbessern, stellt sich die Frage, ob das Studienangebot in Rheinland-Pfalz groß genug ist oder gibt es in anderen Bundesländern einfach attraktivere Angebote? Rheinland-Pfalz hat sehr hervorragende und sehr attraktive Universitäten. Also nehmen Sie mal zum Beispiel die Physik in Mainz. Die hat bundesweit ein absolutes Spitzenrenommee. Wir haben die TU Kaiserslautern für den Bereich der künstlichen Intelligenz. Die sucht seinesgleichen in Deutschland. Wir haben aber auch feine kleine Hochschulen. Nehmen Sie mal die Hochschule Kaiserslautern und die Hochschule Bingen, die sich gerade in den Themen Biotechnologie, die jetzt so relevant sind, da hervortun. Aber natürlich hat nicht jedes Bundesland die gleichen Angebote und die gleichen Studiengänge, aber alleine in Rheinland-Pfalz gibt es 1000 unterschiedliche Studiengänge und wir haben damit eine sehr hohe Attraktivität für junge Menschen und gerade jetzt erleben wir einen regelrechten Run auf alle Bereiche, die mit Biotechnologie und diesen Dingen zu tun haben. Wir sehen auch einen großen Effekt von Corona für die Themen, die jetzt wichtig sind bei jungen Leuten. Tausende verschiedene Studienrichtungen klingt interessant und weckt doch den Eindruck, als hätte Rheinland-Pfalz genügend Auswahl an Studienangebot zu bieten. Doch anscheinend ist es nicht attraktiv genug.
Was könnte das Land dagegen tun? Rheinland-Pfalz ist ein sehr attraktives Land für junge Menschen und für Studierende. Sie können hier in der ganzen Bandbreite alles finden, was sie studieren möchten. Und die rückläufigen Zahlen sehen wir ja bundesweit. Und trotzdem legen wir gerade aktuell unser Augenmerk natürlich auf diese Bereiche, die wir hier brauchen. Wir wollen ein Nukleus werden für Biotechnologie. Rheinland-Pfalz soll der Biotechnologie-Standort Nummer 1 in der Bundesrepublik Deutschland werden. Wir sind auf einem guten Weg. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir Studienangebote hier ausbauen müssen, weil die Firmen suchen auch Fachkräfte. Nehmen Sie Böhringer, nehmen Sie BioNTech, die wollen junge Menschen für sich gewinnen und die wollen natürlich hier auch arbeitsplatznah dann unmittelbar gute Studienangebote haben. Da können sich die BALD-Studis doch auf ein neues Studienangebot freuen. Vielleicht kann der ein oder andere sich sogar seinen Arbeitsplatz danach auch schon bei den Unternehmen sichern. Fachkräfte jedenfalls werden in jeder Branche benötigt. Na, bei den Aussichten sollten wir doch bald wieder mehr Studenten hier bei uns willkommen heißen. Und damit ist unsere Sendung auch leider schon wieder vorbei. Wenn Sie sich den ein oder anderen Beitrag noch einmal anschauen möchten, dann besuchen Sie gerne unsere Homepage www.tv-mittelrhein.de oder laden Sie sich unsere kostenlose TV Mittelrhein App herunter. Ich danke Ihnen, dass Sie eingeschaltet haben und freue mich, Sie auch morgen wieder hier begrüßen zu dürfen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.